Hallo und herzlich willkommen zurück zum Red Reach Gaming Crew Channel und einer weiteren Folge Kaffeepause. Unsere kleine Technikreihe für alle Videos, die zwischendurch reinpassen. Heute ein bisschen was Längeres über einen Super Nintendo Nachbau. Viel Spaß! Ich war wieder im Internet unterwegs und habe Dinge gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie gerne hätte. Und zwar hier den Superpie Case von der Firma RetroPie, witzigerweise bei Amazon gefunden. Ich werde jetzt nicht gesponsert von denen, wir haben keine Affiliate-Links momentan unter den Videos, von daher, wenn ihr das Ding kaufen möchtet, guckt mal bei Amazon, ich kann euch das gerne unten runter verlinken, kriegt dafür aber gar nichts. So, ja, was kriegt ihr, wenn ihr das Teil bestellt? Das gibt's im Set mit einem Super Nintendo USB-Controller. Darf man ja so gar nicht nennen, heißt anders der Controller natürlich. Und es ist ein Set hier in dieser kleinen Box. Und das ist geeignet für Raspberry Pi 2, 3 und B+. Und da ich den 3B+ habe, habe ich mir gedacht, Mensch, hauen wir den mal raus aus dem ekligen Acrylcase und packen den mal in was Schönes. Weil wenn schon Retro-Gaming auf dem Raspberry Pi, dann bitte mit Stil. Am Ende zeige ich euch auch noch, was das Ding dann alles kann und was ihr damit am Fernseher machen könnt. Wenn ihr eine Anleitung haben wollt, wie das Ganze softwareseitig aufgesetzt wird, mache ich euch die gerne auch noch. Schreibt mir das in die Kommentare und schreibt mir, was ihr von dem Case haltet. Wir kriegen hier in dem Paket Werkzeug, so ein schickes Tütchen. Das ist, ja, weg damit. Das riecht eher sehr chemisch. Wir haben eine Anleitung hier, die witzigerweise auch sogar auf Englisch beschildert ist und nicht auf Chinesisch oder sonst irgendwas. Ja, wie schon gesehen, einen kleinen 12-Volt-Lüfter, ein Raspberry Pi Case in Super Nintendo Optik. Witzigerweise funktioniert der Eject-Button und ihr könnt da Micro-SD-Karten reinpacken. Das finde ich ganz cool. Ja, wir haben einen Reset-Knopf und einen Ausschalter in Klickschalterform wie beim Super Nintendo. Hinten einen HDMI-Ausgang, ein DC in Micro-USB-Stecker, einen Audio-Klinke-Ausgang und ihr habt Fächer für USB und LAN. Und diesen schicken, schnieken, sehr wertigen Controller, der sich tatsächlich echt anfühlt, als wäre ein Originaler. Verrückt. Dabei ist das der Retro-Flag. USB-Controller. Nur um das hier richtig zu nennen. So, packen wir das mal weg. Hier haben wir, oh, witzig, kleine Heatsinks für die Chips des Pi. Das Ding hier, ja, brauche ich nicht drüber sprechen, ist dabei, falls ihr keinen Schraubenzieher habt. Wenn ihr einen habt, nehmt bitte den, den ihr habt, denn der wird garantiert besser sein. So, ja, machen wir mal auf das Teil und gucken mal rein, wie wir jetzt diesen Raspberry Pi 3 in dieses Gerät reinklöppeln können. Mittlerweile gibt es ja schon den Raspberry Pi 4, aber ich weiß nicht, ob tatsächlich die Emulation Station Software dafür schon kompatibel gemacht wurde. Es könnte sein. Falls ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ich habe es noch nicht gegoogelt. So, das kommt hier, der Rechner kommt da rein und wird interessanterweise einfach nur an die vordere Platine per USB angebunden. Das ist recht easy. Also prinzipiell ist das hier alles kein Hexenwerk. Damit ihr da vorne dann die USB-Ports unterstützt habt, die werden einfach nur weitergeleitet. Ihr habt hier einen Mehrpin-Stecker. Der ist, glaube ich, für die Stromversorgung der Platine. Das ist alles relativ simpel und wenn ihr nach der Anleitung vorgeht, ist das alles ganz einfach. Der kommt da drauf. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Zack. Ich muss auch sagen, die Anleitung ist echt gut geschrieben. Da kann man gar nicht meckern. Das läuft. Und wenn ihr dann alles angeschlossen habt, was recht zügig geht, könnt ihr den einfach da so reinklatschen. Passt perfekt. So. Kommen wir jetzt zu den Heatsinks. Ihr habt hier so eine schicke 3M Klebefolie. So, müsst gucken, dass der HDMI-Port hier hinten und auch der Stromstecker, dass das perfekt passt. Ist aber eigentlich alles sehr gut gefräst von den Fertigungstoleranzen. Ne? Ich bin erstaunt. So, jetzt müssen wir ein bisschen schräubeln. Achso, kleiner Tipp von mir, wenn ihr den Raspberry Pi reinbaut, nehmt die Micro-SD-Karte vorher raus. Denn ich weiß leider aus eigener Erfahrung, dass die abbricht, sobald ihr das Case zuschraubt. damit habe ich mir eine 64 GB Micro-SD-Karte geschrotet. Deswegen kleiner Tipp von mir, nehmt die vorher raus, tut sie hinterher wieder rein, wenn das Ding zusammengebaut ist.
dann seid ihr ein bisschen schlauer als ich. Aber ist ja oft so, ne? Lehrgeld ist manchmal teuer und ja, gut. Wer nicht schlau ist, der lernt aus seinen Fehlern. So, wir schräubeln den ganzen Spaß hier an. Ich beschleunige erstmal für euch. Und dann müssen wir den Lüfter noch anschließen, wenn ihr den eingebaut habt. Relativ easy. Der wird auch einfach nur mit einem 2-Pol-Stecker angeschlossen. Ich glaube, der läuft da durchgehend auf einer Drehzahl. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil das Gehäuse halt recht geschlossen ist im Vergleich zu dem Acrylgehäuse, was recht offen ist vom Raspberry Pi, dieses Standardgehäuse. Da kommt halt wenig Luft rein, wenig Zirkulation. Deswegen wird der Lüfter wahrscheinlich nochmal zusätzlich für ein bisschen Chipset-Belüftung sorgen. Denn tatsächlich, das Teil kann im Dauerbetrieb schon ein bisschen wärmer werden. Das ist, die Software fordert den Raspberry Pi schon ein wenig. So, jetzt wieder hier schräubeln. Da kann man für einen günstigen Preis relativ viel Spaß mit haben. Ich bin ja echt ein Freund von so Open Source Basteleien und Raspberry Pis sind jetzt auch nicht so teuer. Der günstigste Preis, den ich jetzt für den 3B gefunden habe, war 39,95 für den Einplatinenrechner ohne Zubehör. Der wird ja einfach per Micro-USB Strom betrieben. Das ist relativ easy. Da könnt ihr eigentlich fast jedes Handy-Netzteil für nehmen. Und ja, da hat man mit dem Case hier zusammen schon für wenig Geld gut Spaß. Das Case kostet bei Amazon 38 Euro mit dem Controller zusammen. So um den dicken Daumen rum 24 Euro, wenn ihr es einzeln haben wollt. Und ja, ich finde, das ist alles in allem für ein komplettes Zocksystem schon wenig Geld. Ihr müsst dann eigentlich noch eine Micro-SD-Karte, wenn ihr keine noch übrig habt, noch mit reinrechnen. Aber gut, okay, die kosten auch nicht mehr die Welt und da reichen tatsächlich wenig Gigabyte schon für viel Spielespaß. Denn gerade viele alte Spiele sind von der Speichergröße her nicht so groß. So, wir dübeln jetzt hier das Case zusammen. Zack, und genau bei diesem Zusammensteck-Move habe ich mir die SD-Karte abgebrochen. habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Aber ja, die war mittig schön durchgeteilt. Ich habe mich gewundert, warum es nicht zusammenpasst. Jo, das war dann wohl die SD-Karte. Deswegen ohne SD-Karte zusammenschrauben, ganz wichtig. Ihr habt hier an der Seite auch noch so ein kleines Fach für LAN und zusätzliche USB-Ports, wo eine Klappe drüber kommt. Das ist ganz nett designt. Ich habe tatsächlich die Heatsinks, die mit dabei waren, gar nicht installiert, denn ich hatte schon welche drauf auf dem Pi für das Clear Case. Da waren nämlich auch welche mit dabei. So, und wenn ihr hier alle Schrauben zusammen habt und alles schön gerade funktioniert, dann könnt ihr unten noch die Nupsis drauf machen, damit das Ding nicht verrutscht und euch nichts verkratzt auf dem Schrank. So, zack, das drauf, Sitzpass wackelt in der Luft. Ja. Stabiles Case tatsächlich. Ich bin von der Qualität sehr überrascht für den Preis. Da wackelt nichts, das ist nicht irgendwie aus günstigem Plastik. Da biegt sich nichts. Das könnt ihr relativ gefahrlos benutzen. So, wir hauen hier das Ding mal an. Funktioniert wie ein Super NES. Finde ich sehr geil. Ich bin immer wieder begeistert über solche kleinen Nachbauen. Ja, und das Teil ist halt schön klein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das kleine Teil so kann. Damit wir uns richtig verstehen, ich unterstütze hier keine illegalen Kopien von irgendwelchen Spielen oder sowas. Das sind alles legale Backups, die irgendwo auf meiner Festplatte rumgelegen haben. macht das nicht, das ist nicht gut. Da gibt es Ärger mit dem roten Riesen aus Japan. Das wollen wir nicht. Aber Emulation Station ist ein schönes Stückchen Freeware, das einige Systeme emulieren kann. Das kann man ja mal vorstellen. Unter anderem könnt ihr mit Maus und Tastatur natürlich einen Amiga bedienen, was ganz witzig ist. Ihr könnt über die Controller-Einstellungen diverse Controller einstellen. Ha, wer hätte das gedacht? Nein, tatsächlich könnt ihr einfach alte PS3-Controller anschließen per Micro-USB. Die funktionieren. Ja, da könnt ihr einfach zack, bumm. Ich habe tatsächlich jetzt einmal einen PlayStation 3-Controller benutzt. Und zwar aus dem Grund, dass der links und rechts Schulterträger hat, die in der Konfiguration zwingend abgefragt werden. Und die hat der RetroPie-Controller nicht. Ich denke, da ist ein Emulation Station Firmware Update nötig, damit das alles funktioniert mit dem anderen Controller. So schnell war ich aber leider nicht. Ja, was haben wir hier unter Arcade? Habt ihr relativ viele oder habe ich alte Arcade-Klassiker im Backup? Wie man das alles hier softwareseitig zum Laufen bringt, wie gesagt, da kann ich euch ein Video drüber machen, wenn ihr das möchtet. Gerne auch mit Links zu irgendwelchen alten Arcade-Sammlungen von Abandonware und sonstigen Geschichten, die man so eigentlich nicht mehr zu kaufen kriegt. Wir haben hier sehr viele Klassiker, muss man sagen. Ich bin sehr überrascht, was alles drauf ist. Galaga zum Beispiel. Da werden Erinnerungen wach.
Ja, das ist sehr schön. Ihr könnt das Teil einfach an den Fernseher hängen und könnt sogar zocken. Das Witzige ist, der Raspberry Pi hat sogar Bluetooth. Theoretisch habe ich noch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ihr könntet mit einem PlayStation-Controller, mit einem PS3 oder PS4-Controller über Bluetooth spielen. Und das finde ich schon wieder an sich echt sehr interessant. Das heißt, ihr könntet kabellos am Fernseher alte Arcade-Klassiker zocken. Was ein Träumchen. Ja, aber Shark Attack, Solar Quest, also da ist wirklich richtig was dabei. Space Invaders. Sehr schön. Ja, was haben wir noch? Sega X32 als System wird unterstützt. Scum VM, Super Nintendo, Nintendo 64. Natürlich müsst ihr irgendwoher legal diese Spiele kriegen. Aber wenn ihr da was habt, zum Beispiel ihr Afterburner Complete, könnt ihr das hier starten. Und ich sag euch, Leute, das sieht geil aus und das läuft gut. Ich bin gespannt, wie die anderen Spiele so laufen. Ich werde jetzt mal ein bisschen was für euch ausprobieren. Wir zocken eine Runde Afterburner. Auf geht's. Wahrscheinlich stelle ich mich an wie der letzte Vollidiot dabei. Ja, und der Sega X32X, der hatte für damalige Verhältnisse echt eine ziemlich propere Grafik, muss man sagen. Das sieht alles sehr nett aus. Das ist jetzt hier mal gecaptured über die Elgato. Ich muss auch sagen, dass sehr viele Spiele sehr gut laufen auf dem Emulator. Das kann man wirklich sagen. Ein paar Spiele ruckeln etwas. Tatsächlich habe ich aber festgestellt, dass die Elgato-Karte ein bisschen Probleme hat, das manchmal zu capturen. Da ist der Sound etwas verzerrt oder ein bisschen stotterig. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit einem Firmware-Update des Raspberry Pi einfach beheben kann. Denn für RetroPie gibt es auch laufend Updates und auch für die Emulatoren, dass die besser laufen. Und bei manchen Spielen halt keine Fehler haben. Also da gibt es echt noch Luft nach oben und die Fans arbeiten hart dran und es ist alles kostenfrei, die Software. Ne? Das muss man wirklich dazu sagen. Yeah, dreifach Abschuss. Oh. Vierfach Abschuss. Hat mich selbst erwischt. Ja, ihr seht, ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste in Afterburner. Aber macht Spaß. Ist geil. Flugzeugshooter. Und der Sound und der Soundtrack ist recht. Mensch, welche Retro-Spiele würdet ihr denn spielen, wenn ihr das Ding hier hättet? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das mal unten runter in die Kommentare. Softwareseitig verlinke ich euch natürlich auch gerne hier die Open-Source-Seite zu RetroPie. Falls ihr einen Raspberry Pi habt und sagt, ey, ich will das ausprobieren. Da gibt es auch eine große Anleitung zu. Und wenn euch die englischsprachige Anleitung auf der Seite nicht ausreicht, kann ich euch gerne ein deutschsprachiges Video mit einer Software-Anleitung machen, damit man das hier so zum Laufen kriegt, wie es jetzt gerade bei mir hier läuft. Das ist alles kein Problem, das kriegen wir hin, Leute. Aber ihr wollt ja auch bestimmt nicht nur Afterburner sehen, deswegen jetzt, wo hier gerade mal Game Over ist und ich abschmier, zeige ich euch noch ein paar andere Sachen. Denn eine wichtige Frage haben wir noch nicht beantwortet. Kann es Doom abspielen? Ja, kann's. Und es funktioniert tatsächlich ganz schön gut. Ich bin überrascht. Am Anfang dachte ich bei diesem kurzen Grafikglitch so, oh, das wird nichts, was ist da los? Nein, tatsächlich können wir hier ganz entspannt Doom spielen. Ich habe mal ein bisschen entspannte Jazzmusik in den Hintergrund gelegt für dieses schöne, kleine, relaxende Spiel. Und es funktioniert tatsächlich mit dem PlayStation-Controller verdammt gut. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass das so gut läuft. Ich bin so ein kleines kurzes Best-of für euch zusammengeschnitten. Aber hey, das läuft. Wir haben Sound. Wir können ballern. Was will man mehr? Zack. Die Grafikauflösung sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Also der Raspberry Pi 3B, der kriegt gut was hin. Wahrscheinlich läuft das mit dem Vierer sogar noch flüssiger, aber der Vierer ist halt auch wieder ein bisschen teurer. Der hat dafür mehr Arbeitsspeicher, ich glaube der hat 4 anstatt 1 GB. Das ist natürlich immer schöner, wenn man da mehr Leistung zur Verfügung hat, um die Emulation flüssiger laufen zu lassen. Ne? Aber ich finde, das hier läuft schon verdammt flüssig. Das ist jetzt hier nicht beschleunigt oder so, das ist die originale Framerate. Gecaptured mit der Elgato, überhaupt kein Ding. Wenn ihr Maus und Tastatur anschließt, würde sogar auch Minecraft laufen. Es gibt einen Linux-Port für Minecraft hier für den Pi. Also die Pi Edition quasi von Minecraft. Ich glaube die Version 1.1 oder was ist das? Oder 0.11. Also erwartet keine großen Wunder. Es sind alles Fanprojekte. Aber die laufen. Das ist spannend. So, hier sehen wir noch ein paar andere Sachen, die auf dem RetroPi laufen. Das Menü, Scum VM läuft, DOSBox läuft, Super Nintendo,
Infocom, was auch immer Infocom ist. Sinclair ZX Spectrum könnte damit emuliert werden. Ja, was ihr natürlich sehen wollt. Ich hoffe, das gibt jetzt hier keinen auf dem Detz vom roten Riesen aus Japan. Aber ja, es läuft und wir können es spielen am Fernseher. Und ihr wisst, was ich jetzt sage. Kauft natürlich den Super Nintendo Mini oder den NES Mini. Kann ja keine Werbung für andere Sachen machen. Aber ihr hört ja auch so ein bisschen im Hintergrund die Soundprobleme, die die Elgato-Karte beim Capturen hat. Witzigerweise habe ich diese Soundprobleme nämlich am Fernseher nicht. Warum auch immer. Aber ja, es läuft. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es läuft. Deswegen machen wir jetzt eine Runde Mushroom Cup. Just for fun. Ich könnte natürlich auch noch, bevor ihr die einzelnen Spiele startet, die Emulator-Einstellungen durch einen Tastendruck extra nochmal verändern. Das heißt, wenn irgendwas nicht rund läuft, könnt ihr das natürlich auch noch, könnt ihr ein bisschen dann rumfriemeln und gucken, ob ihr es nicht besser einstellen könnt und es dann einfach besser läuft auf eurem Pi-System. Das ist auch ein großer Vorteil der Open-Source-Software und dann läuft der Spaß auch relativ flüssig. Ich selber habe jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, damit rum zu experimentieren. Ich bin froh, dass ich das Video fertig machen konnte. Das ist schon sehr lange in Arbeit und ich habe es für euch jetzt extra vorbereitet. Für den Fall, dass ich halt irgendwann mal capturen kann. Jetzt kann ich capturen und da habe ich mich letztens dran erinnert. Mensch, du wolltest doch noch ein Review zu dem Case machen. Aber ihr hört hier schon, der Sound, der läuft noch nicht ganz sauber. Da kann man auch was an der Emulation drehen. Das könnte noch besser sein. Aber gut. Man kann erstmal spielen. Das Grundspiel läuft und das ist doch das Wichtige. So, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir mal eure Meinung drunter. Ich sag mal danke fürs Zuschauen. Falls ihr uns abonnieren wollt, gibt es auf links einen Abo-Button. Auf rechts gibt es noch mehr Videos, falls euch das hier gefällt. Ich verlinke noch ein bisschen was aus der Kaffeepausen-Playlist. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, bis denn, euer Dan.